Hey Leute, hier ist Saldemar zurück mit Forever Skies. So, ich habe den Handextraktor gebaut, endlich. Ich wollte den vorher schon mal bauen, aber jetzt brauchen wir den wirklich. Also, das steht auch da, als Quest stand das da. Stelle einen Handextraktor her und beseitige die Blockade. So, ich denke mal, der meint die Blockade hier, weil wir müssen da lang gehen. Ich habe mir einen Tipps geholt im Internet. Ich wollte hier nicht stundenlang suchen. Aha, Plastikmüll. Ne, geht weg, ihr blöden Pflanzen. So. Oh, noch eine Kristallbatterie. Wer baut denn hier ein Labor hin? Bescheuert. Ja, überhaupt nicht. Unnötig. Wenigstens Spaß machen würde. Hey, guck mal, eine Werkbank. Oh, was ist das denn hier? Mann, ich habe sowieso schon so wenig gebaut. Untersuche was? Virenpumpanalysator, okay. Wow, das sind echt Labore hier. Meine Güte. Noch eine Kristallbatterie. Das war's. Was ist das denn? Ist das der Virenträger? Ah, neue Lebensform. Oh Gott. Kann ich den auf aufsammeln? Nee, ne? Auch aufsammeln. Erforsche die Tunnel. Stelle einen Virenprobenanalysator auf den Busch. Untersuche die Tunnel. Ja, wie lange soll ich die untersuchen? Lustig. Lustig! Lustig, lustig, fallalala. Auf der anderen Seite haben auch noch ein bisschen Bedarf. So, wieder zurück. War nämlich hier noch nicht ganz fertig, nämlich wir haben hier noch Blockaden. So, da ist auch nochmal Luft. Wir haben Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen was gefunden. Da gibt's nur, was gab's denn nochmal raus? Synthetische Materialien. Synthetische Materialien. So. Okay. Okay, was ist das jetzt hier? Da, guck mal, wir sind eine richtige Stadt. Jetzt sieht man das mal. Wir sind richtige Stadt. Soll ich das von der anderen Seite machen? Ist doch ein Witz, oder? Au. Also Zeug findet man echt immer echt sehr viel. Immer echt, immer echt. Immer echtes Zeug. Gehen wir nochmal hier gucken. Jetzt lassen wir jetzt. Gar nichts. Okay, das ist erledigt. Du bist erledigt. Alle erledigt. Okay, das ist wieder so ein Ding. Ja, keine Ahnung, ob wir damit was machen können. Ich muss den Virenprobenanalysator erstmal analysieren. Ich sag nicht, diese Stauerdorf-Dinger gehen leer. Die Stauerdorf, kennen wir alle. Okay, wir gehen nochmal hoch.
Kann ich da durch? Das habe ich eben schon mal vermutet. Gedacht. Denken. Warte, ich gehe mal hier oben lang. Da war doch auch eine Wand, oder? Die ich aufmachen konnte. Es geht mir so auf den Nerven. Dieses Husten. Und wir haben Stimmen schon ganz ausgemacht. Mal Luft ist getting... okay. Gut, dann holen wir uns jetzt nochmal Luft und springen nochmal hier hoch. Weil das uns so viel Spaß macht. Gut, ist mich beinahe runtergefallen. Ich verstehe es nicht. Das ist doch so... Es ist auch so sadistisch. Diese Springscheiße. Also, sorry. Also, in so vielen Spielen ist das sowas von total unangebracht. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist noch nicht mal ein Spiel, wo das irgendwie integriert ist oder so, sondern es ist einfach so total oldschool. Es war damals schon fürchterlich. Es ist nicht lustig, macht keinen Spaß, es ist kein Content. Es ist definitiv pure Zeitverschwendung. Oder findet einer das gut? Sagt mir einmal im Spielen, ist das irgendwie in so einem Spiel wie dem hier gut? Ne? Es müsste schon gut umgesetzt sein mit so Kletteranimationen oder dass das schön smooth vonstatten läuft, dass Klettern Spaß macht. Aber wie gesagt, ist ja hier total sinnlos irgendwie. Tja, ich kann da nichts machen. Ich glaube, wir müssen diesen Analysator aufstellen oder so. Ich will noch einmal da oben lang springen. Und dann fahren wir wieder hoch. Also wie gesagt, Polymer ist echt hier. Ne? Mann, ich. Überall, guck, da auch wieder. Ich habe eben schon welche offscreen aufgesammelt. Oh, das gibt wieder böse Kommentare. Na, bei Minute so und zwar hast du den und den übersehen. Aber ich will das ja auch, ne? Ist ja alles in Ordnung. Ich sag's nur. Ich sag's nur. So, jetzt sind wir hier. Also. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Warum ist da ein Bolzen? Hat da einer gegengeschossen? Ist das... Hier ist eine Kette. Ach, dann fährt das Ding runter, oder was? Das ist ein Knopf. Ja, und jetzt haben wir eine Abkürzung. Und haben ganz viele Bolzen verschossen. Oh, ich sterbe gerade. Halt! Keine Sorge. Ja, ich muss den Virenträger untersuchen. Da brauche ich jetzt erstmal diesen Analysator. Aber da hoch muss ich doch eigentlich kommen. Das war nur eine Abkürzung. Nee, es muss noch irgendwas anderes sein. Ja, ich muss tatsächlich irgendwo hier hoch. Aber das geht doch nicht. Nee, ich soll da nicht hoch. Ach, hier erstmal hier raus. Mann, das ist ja zum Kotzen hier. Fürchterlich. Ich will mit meinem Zeppelin rumfliegen. Ist da ein Ausrufezeichen dran? Ich will doch nur mit meinem Zeppelin fliegen.
Nicht Forever Skies, Forever Tunnel. Forever Tunnels. Weil ich war auch schon viel zu lange bei dem Glashaus. Jetzt muss ich hier wieder die ganze Zeit rumgammeln. Ich dachte so, wir fliegen da ein, sammeln das auf, fliegen da ein. Bis jetzt bin ich ja hier echt, wo soll ich das hinbauen? Zuschauerecke. Aha. Kommt ihr da rein? Leiterraum? Das geht ja nicht. Dann müssen wir jetzt nochmal irgendwie nach hinten erweitern oder so, wenn das überhaupt geht. Nicht genügend Platz im Winter? Was glaubst du für eine nette Sache? So. Okay, jetzt haben wir das aufgesammelt. Okay, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Muss ich den jetzt erst erforschen? Okay, elektrische Elemente haben wir irgendwo. Dauert nur 20 Stunden nach dem... So. So. Vier Energiekristalle und eine Hauptplatine. Ja. Jetzt muss ich erstmal die Hauptplatine irgendwie erforschen. Eine Leiterplatine und sechs Kupfer. Okay, Leiter. Eine Leiterdingens. Das kriegen wir hin. Plastikmüll. Plastikmüll. Das brauche ich auch. Zack. Plastikmüll, wo bist du? Komm raus, wo immer du steckst. Wir wollen dich doch nur. Plastikmüllen. Oh. Ach, Mann, nee, dieser. Also wirklich. Brauche ich ja jetzt nicht mehr. Okay, jetzt brauchen wir noch. Jetzt müssen wir Leiterplatinen bauen. Printing completed. Und noch mehr Plastikmüll. Weil das mögen wir so gern. Ja, Plastikmüll, ja. Oh, Plastikmüll. Oh, Plastikmüll. So, jetzt noch ein Plastikmüll. Noch ein Plastikmüll. Also wenn ich jetzt wieder kein Plastikmüll habe, raste ich aus. Wir haben so viel gefunden. Aber anscheinend nicht. Nein, bitte tu es mir nicht an. Okay. Dann müssen wir es herstellen. Im Ernst? Okay. Furchtbar. Ich weiß gar nicht, ob wir nah genug ran sind für die Sachen. Wir sind nämlich viel zu weit oben. Ah. Ja, los! Ich will Plastik. Gib mir mehr Plastik. Printing completed. So, und jetzt brauchen wir wieder Kupfer. Hab ich ja hier reingetan. Na, Archie, also wirklich. Bei Subnautica war ich ja froh über die großen Schränke. Und selbst die waren zu klein. Printing
Printing completed. So. Jetzt. Printing completed. Ein Wunder. Bam, 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 bam. Verwenden. Ja, und was analysieren wir hier? Ich überprüfe das Virenforschungsmenü. Ach. Ah. Aber erforsche die Tunnel, verstehe ich überhaupt nicht. Und jetzt? Das ist ja cool. Wir müssen das immer halten, ne? Scheiße. Aha, zwei waren richtig. Oh. Aha. Vertigo-Virus. Neuer Bauplan. Vertigo-Virus. Hypothermie-Booster. Ah, da ist es. Jetzt kommen wir bei den Pflanzen durch. Oder was? Verarbeite die Stichprobe im Viren. Okay. Also wir brauchen noch ein Kristall und gut, dass ich so viele Vergriffe. Ich bin der Beste. Ich muss noch irgendwo ein Kristall haben, oder? Oh ja. Whee! So, jetzt brauchen wir noch das und so ein Blümchen. So ein schönes Blümchen. Schön. Ich wollte schön sagen. Ich wollte definitiv schön sagen. Printing completed. Stelle Hypothermie-Booster her. Und wo? Forschen? Ah. Ich muss es mal umstellen, das Ding arbeitet halt in der Wand. Aber, ja, ich sollte es schon mal umstellen. So, jetzt geht's mir wieder ein bisschen besser. Das ganze Rumgespringe, ey, furchtbar. Also ich könnte mir vorstellen, dass das meine Spiellaune dämpft, exzessiv, wenn es noch mehr wird. Also es kommt drauf an, ne? Wie? Aber dieses Hochklettern und Gespringe, furchtbar. Furchtbar. Meine Güte, also echt. Also ich verstehe halt manche Developer überhaupt nicht. So. What I have done? I have clicked something? Ich habe da, glaube ich, eine Probe reingetan. Da. Printing completed. Ja! Wie lange... Und wie lange gilt der? Ne, die müssen wir mitnehmen.
Hudelelli. Ich kann halt nicht pfeifen, ja? Das macht man nicht mehr im Mikrofon. Ja, so ungefähr. Das ist der Hahn von Robin Hood. Ein bisschen trinken. Ich hasse es hier unten. Gib mir einen Flammenwerfer, dann rotte ich dir hin aus. Ja, ich weiß nicht, warum ich einen Flammenwerfer nicht bauen kann. Oh, bau hier das Hyperthermie-Ding, damit du da durchkommst. Warum baue ich nicht einfach einen Flammenwerfer und brenne diese Scheißpflanzen weg? Wusch, Problem gelöst. Aber nein. Ich muss ja hier auf Umweltschützer machen. Es gibt ja anscheinend nicht genug Pflanzen hier. Ich bin nicht wütend. Furchtbar, furchtbar. Und dann noch diese Ausdauernerverei hier. Das geht's mir direkt wieder schlecht, ne? Ich hasse es hier unten. Aha, hier sind wir. So, Hyperthermie-Booster. Weil dann visier nämlich nicht an. Kann ich das abbauen oder muss ich das... Das ist auch besonders. Nein, die kannst du nicht abbauen. Ich wette, das ist jetzt nur... Oder habe ich das für immer Hypothermie? Ich bin jetzt quasi unterkühlt, ne? Deswegen nimmt mich die Pflanze nicht wahr, weil die Körperwärme... Archie, tust dich ausruhen, Körperwärme wahrnimmt. Ich nehme mal noch eine mit. Ah, guck mal. Jetzt geht's mir... Guck mal, das ist doch schon ein cooler Tunnel. Boah, ich muss nochmal Stalker spielen, ne? Stalker. Stalker Exodus. Warte mal. Gehen wir weiter jetzt. Aber wo geht denn die Leiter hin? Ja. Ich werde erstmal gucken. Ich glaube, das geht zu einem anderen Ausgang. Aha. Ist das eine Wasserpflanze? Harz. Harz! Harz! Yo! Yo! Nein! Was ist denn jetzt los? Hilf. Kann es sein, dass jetzt gerade einer mit mir redet? Warte mal. Ah. Okay, dann muss ich wohl den Ton wieder anlassen. Harz der Natur. Sie hielt mich für verrückt, aber die Stimmen existierten wirklich. Sie hat mich bis hierher geführt und mir gezeigt, wie man das Virus bekämpft. Wir hätten gedacht, dass dieses fragiles Geschöpf die Schlüssel unseres Überlebens sein würde. Ohne mich kann es nicht überleben. Ich muss ihm irgendwie helfen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Ich muss alles aufs Spiel setzen und tiefer gehen. Direkt in das Herz der Natur. Dort unten werde ich die Antwort finden. Verrückt. Oh, guck mal. Retten. Haben wir jetzt ein Haustier? Ich erstick auf jeden Fall gleich. Ich hab ihr Kind gestohlen. Ich muss die Stimme doch nochmal anlassen. Da müssen wir wohl damit leben. Ich lebe damit. Oh, guck mal. Freundliches Insekt. Ich hoffe, ich stopfe das nicht in den in den Scanner rein. Wie, und zerquetscht das so, wie bei wie heißt es denn nochmal? Wie bei Scorn.
Mit den kleinen Babymonstern da. Oh, das, guck mal, das ist eine Wasserflasche. Ja? Kann ich aber nicht scannen? Ah, die kann ich jetzt scannen. Kann ich hier irgendwie zacken? Ich meine, das ist doch Fleisch, oder? Hm, na. Ah ja, sehr gut. Ah, deine Reise hat erst begonnen. Die Geschichte geht weiter. Dich erwarten noch viele... Nein, du sagst jetzt nicht, das ist vorbei, oder? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um dich mit verpassten Funktionen vertraut zu machen. Weitere Forschungen... ...von der Welt vor Everskies besser kennenzulernen. Wir würden uns sehr empfehlen, meine Freunde von Everskies. Im Laufe der Early Access werden Inhalte hinzugefügt, Koop-Spiele bis zu 4 Spielern, sowie neue Gefechte. Feine Locations stehen okay. Also bin ich jetzt am... Das ist ja... Also, es ist noch nicht vorbei, ne? Das ist Early Access halt jetzt, das ist blöd. Gut, dann muss ich den Content ein bisschen strecken. Ich werde also schon immer mal wieder spielen, aber wahrscheinlich werde ich... erstmal das sacken lassen, ne? Wir müssen mal gucken, Leute. So, ich denke mal einfach, dass die Story ein Ende hat. Das ist wie bei Subnautica. Die Story kam Stück für Stück. Und das Sachen, die du bauen kannst. Du konntest aber generell sonst alles erkunden und so. Fast alles. Okay, nicht wirklich, aber... Auf der anderen Seite. Guck mal, da ist so ein Herz. Ich glaube, wir gehen. Ist mir nicht geheuer. Ich habe auch gar keinen Platz mehr. So, jetzt raus hier. Ist mir egal. Das ist ja blöd. Ja, mach ich mir jetzt so eine Insektenfarm? Dann werden sie. Ich werde erstmal das Luftschiff ausbauen. Wir werden jetzt mal Heliumfarm gehen, die nächste Folge. Oder Folgen. Ja, und guck mal, bauen mal so weit aus, wie es geht. Machen unser Zeppelin schön. Und dann sehen wir ja, ob sich das lohnt, erstmal direkt weiter zu spielen. Oder zu warten. Und dann immer wieder eine Folge raushauen, wenn Updates kommen. Aber ich denke mal. Was? Okay, komisch. Gut, dann speichere ich hier ab, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Ich gucke jetzt mal, was wir hier mit unserem Inventar machen. Unter dem Baby-Insekt. Und dann sehen wir uns wieder. Also bis dahin, wie immer, haut rein.